Jo, was geht, VI-Kern? So. Um der Gefahr einer Indoktrination zu begegnen oder zu entgehen eher, wurden ferngesteuerte Drohnen losgeschickt, um die geborgenen Überreste eines Reaper-Zerstörers zu untersuchen. Die Drohnen können unter die äußere Hülle dringen und die Schaltkreise auf Technologien scannen, die Geschwindigkeit mit der tech-biotische und Kampfkräftefeuern verbessern. Alternativ hat der Rat ein Zitadel. Okay. Ladenrabattbonus. Überreste zerstören, um einen Ladenrabatt zu erhalten. Überreste auf neue Technologie scannen. Ja. Plus 5. Okay. Schließen. Ich habe das Menü nicht ganz verstanden. Option anzusehen. Okay. Objekt gekauft. Kräfte, Abklingzeit, Bonus. Okay. Ja, weil Geld kriege ich ja theoretisch wie Sand am Meer. Und hier war noch. Na, wie geht's, Wie Shepard? geht es Ihnen, Commander? Mir geht's gut. Was ist denn das hier? Hey, verstärkt Panzerung durch schützende Forsalströme. Ableiten der Ströme in ihre Handschuhe erhöht Nahkampfschaden. Verlangsamt Kraftbenutzung. Hä? Okay. Verlangsamt Kraftbenutzung. Ha, das ist gemein, dass das auch noch so einen negativen Effekt hat. Ich habe nämlich keine Ahnung. Kräfte neu zuweisen. Hey. Das ist cool. Das ist nett, dass man hier die Kräfte zurück machen kann. Das ist cool. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen, aber jetzt weiß ich ja mehr. Ne, die bewegt sich keinen Meter. Aber ich nehme mal wirklich Stock an. Die gehört noch mal irgendwann mit zu meinem Team. Gut, ja, wir haben jetzt irgendwie Kräfteabklingzeit ein kleines bisschen erhöht. Muss ja. Oder verringert er. Ja. Die Abklingzeit wurde verringert. Die Geschwindigkeit, mit der er das machen kann, oder. J? Nee, L. Nee, Escape ist es ja. Was gibt's denn Neues im Codex? Nix. Sekundär. Organisation. Cerberus. Techniker. Yay. Gut. Medigel-Formel für Aliens. Sehr schön. Zitadelle, Pfeiler durch. Entweder gehe ich mal zur Priorität Palawan. Ich gehe auf alle Fälle nochmal wieder zum Würgeschlund, weil Würgeschlund war cool. Auf zum KIZ. 5. Wow. Okay. Aktivposten 50. Umlaufbahn anfliegen. Nope. Was hätten wir noch? Vor allem Skepsis. Hä? Moment mal. Hallo? Na, so funktioniert das. Man muss das in der Nähe vom Planeten machen. Das ist ja Beschiss. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ey, yeah. Ich habe wieder neue Credits. Credits erhalten. Sonst noch was? Ne, ist nichts da.
Ja, 100% Aktivposten erhalten. Jetzt weiß ich, wie man das machen muss. Jetzt weiß ich's. Ich habe mich immer gewundert, hä, wie soll denn das gehen? Aber der Scanner ist ja nur in Planetenreichweite. Oh, da ist was. Okay. 100% Aktivposten. Nee, gut. Wir sollten vielleicht jetzt gehen. Gut, 100%. Wie viel haben wir hier? 11. Vor allem waren vorher keine Reaper dort. Das war ein sicherer Ort. Und jetzt sind Reaper dort. Und es hat sich gereimt. Oh, ich bin sowas von gut. Ja. Hier sind 50% Aktivposten. Machen wir mal am besten hier. Nope. Oh, shit. Moment, Moment mal. Mal gucken, was passiert. Hilfe, Hilfe. Bin ich jetzt tot oder? What the fuck? Ey, das ist ja Beschiss, ist das doch. Jetzt weiß ich also, wie das funktioniert. Das ist ja mal. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, hier oder hier gibt es irgendwas. Nee. Auch nicht. Oh Gott. Ausweichen erfolgreich. Yeah, ausweichen erfolgreich. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ich habe mich sonst immer gefragt, hey, wie soll das funktionieren? Oh, sehr schön. Scanner starten. Hier ein bisschen runter, noch ein Stück. Och, wo bist du? Na, hier. Was haben wir jetzt gefunden? Ich will meine Aktivposten. Waffen-Upgrade-Kit. Super. Oh, zum Glück, wenn das einmal da ist, dann bleibt das auch da. Das ist schön. Okay. Ich habe das hier gemacht. Theoretisch könnte ich es dann hier machen. Nope. Eventuell. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße! Muss weg. Reaper Umgang. Mann, bin ich gemein. Eigentlich müssten die Reaper die Gelegenheit benutzen, um die ganzen Planeten anzugreifen und zu vernichten. So würde ich das machen. Ich wäre der geborene Reaper. Aha. Und wieder etwas. Bahn anfliegen. Was gibt's denn Feines? Und wir haben wieder was. Yeah. Na komm. Was gibt's? Proteanische Datendateien. Das ist doch mal schön. So muss das sein. Jetzt weiß ich aber auch, wie ich die Reaper weglocken kann. Weil. Moment mal. Zu meiner Rechten. Asgard. 40%. Na komm, Nachsteck. Wenn die Reaper mich irgendwo anders angreifen, kann ich einfach so ohne große Probleme. Oh shit. Ich will aber doch noch ein bisschen was. Okay, Moment. Wir speichern jetzt mal. Okay. Und jetzt gucke ich mal, was passiert. Ich
Ich bin jetzt gerade am Scannen, ich kann gerade nicht entfliehen hier. Ich hoffe, die Reaper verstehen das. Na komm. Fullbüro 9 von 10. Allianzkreuzer Shanghai, yay. Als ob mir das was bringen könnte. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. ULG-Sprung erfolgreich. Say what? Ausweichen erfolgreich. So funktioniert. Jetzt kann ich aber leider nicht mehr dahin. Das ist blöd. Egal. Gehen wir halt ein zweites Mal irgendwann darin und verplempern wir da all meinen Sprit. Ach, Dreck. Wo kann man? Hier könnte man, dachte ich. Anders. Ich hoffe einfach, dass hier dieses Treibstoffding war. Ich hoffe es einfach. Andere Seite des Universums eigentlich? Ja, yep, genau. Nö. Ob irgendwann mal die Reaper hier ankommen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Wenn die hier reinkommen und das zerstören, wäre es echt scheiße. 6% Milanest. Na, gehen wir mal dahin. Ich will meine ganzen Kriegsaktiv. Nee, oder? Reaper Umgang. Ich hoffe, das beruhigt sich demnächst mal. Oh, scheiße. ULG-Sprung erfolgreich. Scheiße. Okay, hier hatten wir 100% und da hatten wir, na okay, da brauche ich jetzt hier nichts mehr zu machen, wenn ich eh 100% überall habe. Ach, da können wir eigentlich gleich mal hier die Reaper-Aufmerksamkeit hier hin lenken. Ich hoffe, das funktioniert. Na komm los, wir pingen die ganze Zeit. Na komm. Eigentlich sind das ja tausende von Reapern gewesen. Die können ja ruhig mal fünfe entbehren, die mich jagen. Na komm los. Noch ein Stück. Komm. Bewegt euren Arsch jetzt her, ihr scheiß Reaper.